damals. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Heute werden wir. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ja, ich will aber dir nur mein Sumpfkraut verkaufen. War doch klar, dass das wenn du meinst. Okay, den kann ich nicht anquatschen. Was ist mit dem? Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Ihr lasst hier nur Banditen und Schürfer rein? Wenn du meinst. Ihr lasst hier nur Banditen und Schürfer rein? Gegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Okay, den kann ich nichts verkaufen. Gut, dann gehe ich mal irgendwem anders hier die den Sumpfkraut verkaufen. Mal gucken, wen ich finde. Irgendwen werde ich bestimmt finden. Hier gibt es mehr als genug Leute. Dann werde ich erstmal einen schönen Drogenkurier hier. Okay, hier ist gerade niemand am Warten. Wir können hier pennen, stimmt. Das ist ja mein Bett hier jetzt. Bis zum nächsten Morgen. Ja. Wir haben ja den einen Jahr vergrault hier. Shrike hieß er, oder Freak. Okay, dann quatschen wir mit dem. Ich hab Sumpfkraut dabei, willst du was? Ich hab Sumpfkraut dabei, willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Jo. Boah, dann könnte ich eigentlich meine tägliche Ration da abholen. So aus dem Sumpflager. Und dann hier jetzt mal verkaufen für 10 Erz jeweils. Okay, dem kann ich bis später. Was ist mit dem da? Das kann schon sein. Willst du etwas Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Jo. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ey, du da hinten. Ich habe etwas Sumpfkraut für dich. Hier. Hier, Wolf. Willst du etwas Sumpfkraut haben? So. Okay, dem kann ich nichts hier verkaufen, aber der kann mir was beibringen. Was mit dem? Da dauert noch ein bisschen, oder? Ja. So, du siehst aus, wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Yo, nice. Ich feier das gerade. So, Bandit. Der eine da rechts sieht ein bisschen mitgenommen aus. So. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Komm. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Jo, mache ich. Was mit. Ach, Homer. Das ist Homer. Hier. So, Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Kann schon sein. Ja, nice. Was mit dem? Ah, Butch. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern wird. Erstmal abwarten. Kann ich mit Butch quatschen? Nee. Okay, dem kann ich nichts verkaufen. Das ist, wenn du meinst. Wedge. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichenschlösser öffnen, Taschendiebstahl. Lassen wir mal. So. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Jo. Kein Problem. Wie viel haben wir noch in Sumpfkraut? 4. Und da haben wir Spreak. Der hat sich bestimmt eine neue Hütte gesucht. Balkagan. Bandit. So, willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. So.
Was mit dem? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja, das ist irgendwie einfach nur das Gleiche, was die sagen. Aber ich finde das geil, dass es unsere Berufung hier... Gomez Schergen kommen hier nicht rein. Hör auf, mich anzuquatschen. Was bewacht ihr hier? Wir passen auf, dass keiner von Lys oder Gomez Leuten Lares zu nahe kommt. Lares. Ich will aber hier nur vorbei. Digga. Hier komme ich nicht durch, okay. Hier kann ich nicht hochspringen. Muss ich vielleicht einen anderen Weg suchen. Ich wollte nach oben. Da sind noch ein paar Leute. Die wollen alle auch noch Sumpfkraut haben. Hier komme ich nicht hoch. Aber bald wird... Okay. Ich halte mich da lieber raus. Hat ich den beiden schon was verkauft? Ja, hatte ich schon. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Genau, Wolf ist hier. Vorne gibt es aber noch ein paar. Ich habe Sumpfkraut dabei, willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Jo. Blade. Gibt es Probleme hier im Langewert hier? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Nice. So, wie viel haben wir noch an Sumpfkraut? Nix mehr. Das kriegt hier Balkagan nicht hin. Da unten. Oh ja, das Ganze. Das ging aber schnell, das ging locker. Ich würde mehr verkaufen wollen. Hätte ich kein Problem damit. So, ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Ich nehme das Erz. Ich nehme die 100 Erz. Wie du willst. Hier. Ja, mit Magie kann ich nichts anfangen. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. So, was? Der hat hier gar kein Erz. Bandit. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier jetzt keine großen Plätzchen. Horatio der Bauer. Rezept der Sekte. Der Schatten Dexter am Marktplatz hat mir aufgetragen, für ihn ein Rezept von Guru Kalum im Sektenlager zu besorgen. Dexter meinte, ich solle mich als Bewerber ins Sektenlager einstecken. Das Sektenlager befindet sich östlich vom alten Lager. Kalum will das Rezept nicht herausdrücken, aber in seinem Labor stehen tun. Das schien ziemlich beschäftigt zu sein. Müssten wir Schlösser knacken, Taschendiebe oder so noch ein bisschen üben. Okay, hier kommen wir so nicht hin. Dann gehen wir mal da rum, unten rum. Jetzt ist aber die Frage, wie es da unten jetzt aussieht. Beim Reis. Jetzt wo der Reislord tot ist und... Warte mal, wir haben ja... Was haben wir hier? Ring der Lebenskraft. Kann ich auch noch anziehen. Und... Sechs... Herrschaft da. Wow. Der... Ist nicht so nice. Jetzt ist die Frage... Werden die mich angreifen oder nicht? Es gibt jetzt keinen Reislord mehr. Die Frage, wo ist Horatio? Die machen ganz normal ihre Arbeit weiter, okay. Das finde ich super. Aber die werden jetzt hier nicht mehr schikaniert. Also Auftrag erledigt.
Nice. Oh, es fängt an zu regnen. Nice. Wie ist ein Gewitter? Gehe ich mal von aus, dass Gewitter wird. Die sind jetzt alle hier am Rauchen. Ah, geil. Wieder ein neuer Varan. Ja, stimmt. Die haben kein Loot. So, dann haben wir hier einen Morad. So, hier genau gab es nichts mehr. Ist nichts Neues hinzugekommen. Ja, stimmt, da war ja die eine Höhle. Genau. Was zum Teufel machst du hier? Na, der will mir aufs Maul hauen, okay. Der will mich verprügeln. Ich habe ihn aber schon längst entwaffnet. Der kann da nichts mehr machen. Das fand ich aber lustig jetzt. Dass der mich einfach unbewaffnet angreifen will. So, dann haben wir da vorne ihn. Genau, ein Lurker. Wir speichern ab jetzt nur noch auf der 2 erstmal. Denn ich habe keine Ahnung, wie relevant jetzt der Reißlauf war. Kann ich jetzt aber nicht ausweiten. So, dann brauchen wir jetzt. Okay, fressen wir den ganzen Seraphis. So, dann gibt es da hinten wahrscheinlich auch noch was. Oder ist das nur Orkgebiet? Noch nicht ganz. Aber Varan-Gebiet. Einige Dodos. Ich nenne die jetzt mal Dodos, die Scavengers. So. Dürfte jetzt nicht mehr viel fehlen. So. Wie sieht's aus? 21.170 von 22.500. Eh schon ordentlich was, was wir jetzt geschafft haben. Was ist denn das da? Wir hatten schon mal so einen ähnlichen. Meine ich. Ein Blau, glaube ich. Wo sind wir hier?
hier gelandet sind. Was? Nein. Alter, was? Skelette? Okay, krass. Untote. Da hinten gibt's Untote. Wo bin ich hier gelandet? Jetzt bin ich gespannt, was es hier noch, wo es noch Untote gibt. Brauche ich noch bessere Waffen? Da unten war eine Höhle. Was denn das? Und was? Okay. So. Gut, gegen Bluthund kommen wir auch noch nicht an. Da kommen wir ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsache zurück, dass wir immer noch nichts wert sind. Nur der Kleinviech erledigen können. Jo, da sind noch mehr Flughunde. Ich glaube, hier sind wir doch noch vielleicht ein bisschen zu früh. Aber nun vielleicht. Wo genau decken wir jetzt nochmal? Okay, das ist halt nur der eine Weg. Weg mit CH, nicht Weg. Da sind einige Wölfe. Gegen die müssen wir jetzt aber klarkommen. Und zwar ordentlich. Vor allem so ein Wolfsrudel. Können wir aber immer noch nicht looten. Aber gut, dass wir gegen die jetzt zurechtkommen. So. Da sehe ich auf jeden Fall schon das alte Lager. Aber diesen Weg hätte ich nie entdeckt, meine ich. Da jetzt wieder runter, ohne Schaden zu nehmen. So, okay. So einfach geht's. So, dann können wir einfach ganz normal hier rum. Jo, so geht's auch. Dann Bombe, wenn wir jetzt so locker hier zurechtkommen, können wir es auch mal gegen einen Snapper ausprobieren. Vielleicht sind wir schon stark gegen einen. Soll mich nur einer angreifen, bitte. Aber man könnte es schon schaffen. Aber wir lassen das erstmal noch. Erstmal noch ein bisschen besser werden. Vielleicht noch eine bessere Rüstung holen. Ich sehe gerade, wie durchsichtig mein Stuhl da hinten ist. Das ist ein Geisterstuhl. Finde ich auch super. Ah, das führt, genau, das da führt ins Orklager. Da sind wir immer noch nichts wert. Da haben wir aber auch noch eine Höhle. Und noch ein paar Scavengers. Nice, die können wir auch noch einsammeln gleich. Und more Reds. So. Wie kommst du?
Chance, dass wir hier nicht waren, weil hier ein Trank ist. Ich glaube, die Tränke benutzen wir aber irgendwie gar nicht. Nachtschatten. So. Da sind wieder die Dodos. Wieder 1 Million Fleisch wahrscheinlich gesammelt. Vielleicht haben wir auch für 10 so 2 Millionen, kann auch sein. So, Yoshi hat da hinten immer noch den Spaß seines Lebens. Keine wieder gerespawnt. Kari. So, aber echt, wir sammeln hier jetzt andauernd nur noch Erfahrungspunkte. So, wie viele haben wir jetzt? 21.920. So, und da vorne haben wir wieder einen Baran. Den Viechern zeigen wir, dass die nichts mehr wert sind. Na, komm her. Komm her. Und da sind wieder die Wölfe. Könnten auf einmal komplett auf die beiden gehen. Alter, Einschlag? Was ist denn das für ein Low-Wolf gewesen? So. Und da vorne war ein Müt. Stimmt, das da war, wo die Goblins waren, ne? Wir machen gleich nochmal ein Safe-Game und gehen da rein. Jetzt müssten wir eigentlich gegen so viele Goblins stark genug sein. Genau, da sind sie. So. Warte, komm mit. Also, was? Okay, gegen. Sind doch ein bisschen mehr gewesen. Okay. Lassen wir mal sein. Wir haben immer noch. Okay. 1 bis 2 Kills, dann haben wir. Die nächste Stufe. Dann die nächsten 10 Erfahrungspunkte. Was ist denn eigentlich hier hinten? Was gibt es hier oben? Ich weiß es nicht. Gehen wir gleich heraus. Mir auch das Gebiet oder Untotengebiet. Aber krass zu wissen, dass es hier auch wirklich Skelette gibt, die einen attackieren, angreifen, Untote. Und dass die auch schon relativ stark sind.
Licht erfahren. Winde. Die Winde klemmt. Okay, die ist also für später irgendwann relevant. Okay. Werde ich wahrscheinlich irgendwann hier hingehen müssen. Schon krass, dass hier sowas gibt. Haben heute schon hier einiges in Erfahrung gebracht. Neues. Zumindest ich. Für mich Neues. Ihr seid wahrscheinlich alle schon Veteranen und kennt das alle schon. Ich spiele das immer noch hier das erste Mal blind. Für mich ist das alles noch eine Erfahrung. Hier runter Richtung Sumpflager. Und dann vielleicht den ein oder anderen erlegen wir noch. Und dann haben wir wieder 10 Erfahrungspunkte, Lernpunkte, die wir ausgeben können. Gibt es hier unten noch welche? Oder habe ich schon längst ausgeschaltet? Erinnere ich mich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe die hier jetzt alle ausgeschaltet gehabt. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen in den Wald rein. Obwohl, nee, wir gehen erstmal ins Sumpflager und sehen zu, dass wir da was verkaufen und unsere tägliche Ration da abholen. Müsst die Facecam anders positionieren, ihr seht die Lebensanzeige ja gar nicht. Ich sehe zu, dass ich die zur nächsten Folge anders positioniere. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin und suchen mal den einen oder anderen Dude, wo wir verkaufen können. Wem konnten wir nochmal alles verkaufen? Nee, hier war das noch nicht. Hier war das erstmal. Genau. Genau, Horatio müssen wir finden. Dem können wir verkaufen. Und hier den anderen Dude an der Schmiede. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. So. Genau. Da ist Horatio und da. Ne, nicht Horatio. Das Fortuna. Fortuna oder so, wie die. Oder wie der hieß. Fortuno. Genau, Fortuno. So, ich will mir meine tägliche Ration. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Nö. Man muss eben aufpassen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Verkaufen natürlich. Der hat nur noch 27. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. 841 haben wir aber wieder. Klar, dass der Geschichte muss wohl noch was haben. Ich krieg dafür nur 8, wow. So, Morad. Kann ich da auch. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Einzeln? Nee. Einzeln klappt das nicht, ne? Das passiert mir nicht nochmal. Einzeln kann ich die nicht annehmen. Ich halte mich da lieber raus. Das ist auch viel wert. Lassen wir das einfach. Schritt viel. Dann verkaufen wir dem nichts, dann gehen wir lieber zu dem anderen Dude. Dann können wir da den Rest verkaufen. War nicht besonders scharf.
müsste ja hier sein, irgendwo. In seiner Haut. Genau, hier, Darien. So. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ja, und der hat noch 500. Beziehungsweise 550. Hier. So. Wenn du meinst. 28 kriegen nur dafür, von dem. Dann früher wäre das ganz anders gelaufen. Dann verkaufe ich die lieber im neuen Lager. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Muss nicht gleich jeder wissen. Gönn mir jetzt noch 190 von denen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So, annehmen. An der Geschichte muss wohl doch was gelernt werden. So, und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.